Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Dann würde ich mal sagen, auf geht's ins Finale. In wo auch immer wir sind. Im Schloss Guardhaven. Wahrscheinlich der Unterschlupf von Duke Aldrich. Wir können einmal rechts lang gehen, wir können links lang gehen und wahrscheinlich werden wir damit dann die Tür hier in der Mitte öffnen können. Wahrscheinlich werden da, ich sage ziemlich oft wahrscheinlich, aber da werden wohl Bosskämpfe sein, rechts und links. Surprise, surprise, it won't budge. This mechanism looks a lot like the ones we've seen in the rune barrows. A sign that Aldrich's research has progressed? If so, all we need to do is find the lenses that serve as the door's keys. And then we should be able to open it. Finale Teil 3 oder so. Finale Teil 3 und heute wird's auch endlich abgeschlossen, weil alle guten Dinge sind ja 3. Und dann links oder rechts? Fangen wir mit links an. Hier wird's ja wahrscheinlich vom Monstern wimmeln. Könnte ich mir vorstellen. Ansonsten, wie gesagt, Bosskämpfe bin ich fest von überzeugt, dass zu jeder Linse da auch ein Bosskampf gehört. Was haben wir schon schick gemacht? Das sieht nicht kacke aus. Oh, doch, sind da Kämpfe. Elite-Reichssoldat, natürlich. Mit der geilen Musik. Oh, Explosion. Was war das denn? Was war das denn, bitteschön? Das war noch mal... Der Move hat noch nicht mal MP gekostet. Was? Was ist denn hier los, Mann? Was hat sie denn da gerade abgefeuert? Wie OP war denn bitte diese Attacke? Ich weiß es nicht. Was hat sie da abgefeuert? Aber sie hat auch gar keine MP verbraucht. Ich bin sprachlos. Keine Ahnung. Das war ja krank. Ach so, wir brauchen die blaue Linse dafür. Hättest du mir mal anzeigen können, dass sie gesperrt ist. Also das will ich ja noch mal sehen. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Ich muss es mal lesen, glaube ich.
Ich mach wieder den Automodus rein. So, jetzt hat sie einen normalen Angriff gemacht, aber... Ach, sie hat einen Gegenstand benutzt. Das ist es gewesen. Sie hat einen Gegenstand benutzt. Und ich hätte mal heilen sollen. Auf jeden Fall war es ein krasser Angriff. Einfach mal das beste Heilmittel rausgeballert. Cool. So. Die schöne Geistmedizin. Kann man das einstellen? Kampfplan. Ohne Gegenstände. Mache ich das mal so. Dann wirft sie mir keine Gegenstände. So komme ich da rein. Auch nicht. Nope. Brauche ich auch wieder die blaue Linse, alles klar. Gut zu wissen, gut zu wissen. Dann, die muss ja jetzt irgendwo hier sein. Nee. Wäre lustig, wenn ich jetzt die rote Linse bekomme. Also auf jeden Fall ist es ein sehr großer Raum hier mit der sehr schönen Kiste in der Ecke. Also ein bisschen, also du kriegst halt immer schön 6 Gegner. Die Dinger explodieren halt schön. Aber das wird schon. Ups, weg. Das geht schon mal. Es ist schon wieder umgefallen, meine Fresse. Nicht belastbar. Nicht belastbar. Skandal. So, wunderbar. Rune der Überschallgeschwindigkeit. Mein Inventar ist fast wieder voll. Ich muss es ein bisschen ausleeren.
So, ansonsten ist hier nichts, ne? Na ja. Wie? Hier ist nichts? Kann doch gar nicht sein, da muss ich alles wieder zurück. Das ist ja nervig. Challenge accepted. Das ist ja, hauen wir mal ein bisschen was raus hier. Ja, das war das Ding. Scheiße, macht das einen Schaden. Die macht das im Alleingang. Die macht das im Alleingang. Wie overpowered ist die denn? Heiliger Bimbam. Also brauche ich erst die blaue Rune. Hier ist alles blau. Wenn drüben alles rot ist, dann bin ich verzweifelt. Konnte ich mich draußen eigentlich heilen? Das ist gerade, was mir so durch den Kopf geht. War da was zum Heilen draußen? Do what you must. Blitzsturm. Angriff. Atem des Windgottes. Ich mach nochmal die Aktion. Die finde ich einfach zu gut. Ach du meine Fresse. Also macht es Spaß, wenn es nicht so viele MP kosten würde. Die Zauber sind halt echt teuer in den MPs. Das kostet scheiße viel Mana. Miau, miau, miau. Achso, dann gucke ich erstmal draußen. Es sind doch immer schön 6, ne? Bald das Spiel mich hasst. Sprengwelle. Blitzsturm. Normaler Angriff. Atem des Windgottes. So, was habe ich noch? Flammen des Untergangs. Komm, hau mal raus. Einfach nur zum Spaß. Das ist zu krass. Das ist einfach zu krass, was die da rauszaubert. Ist ja er. Ich vergesse immer, dass es ein R ist. Momo. Ah, das tut mir leid, ey. Hier kann ich doch, guck mal. Ich kann mal resten. Düpdüm. Und wieder rein hier in die gute Stube. So, vielleicht muss man die Rune auch so irgendwie finden. Aber ich hätte gedacht, dass da ein Bosskampf hintersteckt. Oder liegt die hier einfach so rum? Hätte gedacht, dass der irgendwo sein... eins von seinen gezüchteten Monstern hat. In seinen Versuchsexperimenten, die Waffen. Let's do this.
Ach, sind nur vier. Na, das machen wir mal so schnell. Zack, 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 zack. Swords. Nicht die hintere Reihe. Was ist falsch mit dir, Mann? Was ist denn falsch mit dir? Zack. Und die Swords. Wunderbar. Also mit Ressourcen muss ich ja nicht sparsam umgehen. Die kann ich herausballern, weil ich kann ja vor der Tür neu einkaufen. Aber ich habe ja auch den Heiler dabei, der mich gut heilt. Also wo sollen denn die Runen denn sein? Jetzt mal ganz im Ernst. Verstecken die sich hier drin oder... Ah, das ist offen. Mhm. Oh, Ebene 2 gibt es auch noch. Ja, klar. Ja, klar. Es wäre ja zu einfach gewesen, wenn es nur die untere Ebene ist. Es muss ein bisschen komplexer sein, der letzte Dungeon. Da leuchtet doch was blau hinten. Und da muss ich hier Backtracking machen für die rote Rune oder was? Dass ich dann da nochmal reinkomme und mir irgendwas abhole. Und wer mich kennt, weiß, ich muss das machen. Ich muss das ja leider machen. So, sie macht's wieder. Flammen des Untergangs, hau rein. And a cute little demise for you. Nothing to worry about. Cute little demise. Sie spricht dich an, mein Lieber. So, guck erstmal hier links, was haben wir da? Bestimmt eine Truhe oder sowas, oder? Wird sie da verstecken? Da ist die Truhe. Rune der Medizinstudien erhalten. Was macht die? Von Heilungsgegenständen, ja, das konnte ich mir vorstellen. Geschwindigkeit um 20%, erhöht Magie um 15%. Hat Momo schon eine? Ach, kann ich ja wieder nur bei Leuten einsetzen. Vergessen. So, dann natürlich hole ich mir jetzt die Rune. Oder die Linse. Und ich muss sie echt unten einsetzen und dann wieder... Achso, ich dachte, ich kann hier durch, aber... Ja, muss man echt ein bisschen Backtracking machen hier in dem Dungeon. Wenn man alles abgrasen will. Aber ich hätte gedacht, dass da irgendwie ein Bosskampf hintersteckt. Dass ich so einfach die Linse nehmen kann. Challenge accepted. Ich probiere jetzt mal die schwächere Stufe davon.
Die haut auch schon gut rein, ja. Die haut auch gut rein. Ah. Alle einmal angreifen, bitte. Das reicht doch. Okay, also der macht gut Schaden, der normale Spell, aber nicht ausreichend. Naja, hier ist auch noch... Na, hier geht's wieder runter. Stimmt, so war das. Da muss ich da noch mal hin. Und da oben... Weiß ich gar nicht, was das für eine Tür ist. Ich müsste aber noch mal hochgehen. Und gucken, ob da hinten eine Truhe ist. Und welche Farbe die Tür hat. Wahrscheinlich rot. Ne, tatsächlich blau. Also kann ich hier gleich nochmal hingehen. Ich hoffe, es gibt aber auch gute Gegenstände. Ich hoffe, es gibt gute Gegenstände dafür. Die Pupornova noch mal. Oh, einer ist schon weg. Jetzt kommt die Sprengwelle. Ja, ist okay, ne? Das bringt jetzt gar nichts mehr. Runensplitter Dunkel 5. Okay, hier hinten ist nichts. Aber ich muss dann hier nochmal für die blaue Tür hin. Das kann ich dann aber machen, wenn ich den roten habe. Dann kann ich mir den roten und den blauen, dann mache ich dann... Kann ich das hier auf der rechten Seite nochmal abgrasen. Pur Nova. Die ganzen Bogenschützen sind weg. Und jetzt doch noch hinterher. Die habe ich doch, glaube ich, auch bekommen, ne? So eine Windrune, eine sehr starke. Die stärkste Windrune. Eine rote Tür. Oh, ist das elendig lange Wege. Und der hat so kurze Beine. Warum baut er sich auch so ein großes, hohes Anwesen, wenn die Figürchen so klein sind? Let's do this. So.
Purpurnova Angriff. Oh. Eine Kugel ist sogar kaputt. Also ich könnte mir ja vorstellen, dass der letzte Kampf ein Einzelduell auch ist. Oder dass jetzt nochmal so ein Einzelduell kommt. Würde halt passen, so wie so epischer Abschluss. Eine neue Rune für Momo. Herr im... Hier, Rune des Sturmwindes. Wenn ich ihr das auch noch gebe, dann burnt die doch alles nieder. Ach, da steht ja, mit wem sie Kombos machen kann. Zauberhändeln, Zauberhelden-Kombo, Magier-Kombo. Magier-Kombo. Wahrer Magier-Kombo. Veteranen-Kombo. Fügt allen Gegnern schweren Schaden zu. Krass. Magier-Kombo. Zauberhelden-Kombo würde ich auch gerne mal sehen. Ah, diese ganzen Kombos müsste man eigentlich auch mal ausprobieren. Das war aber jetzt nicht das, was ich gucken wollte. Ah, die Helden-Kombo. Die kann ich ja mal auch abfeuern. Die habe ich noch nie abgefeuert für 2 SP. Von den 3. Wahre Helden-Kombo. Ja. Tales of Arise und... Tales of Arise sei schon. Ayun Chronicle Arise. Rise. Und dann jetzt 100 Heroes, die Hauptcharaktere. Krasse Sache. Mit wem kann Francesca? Licht- und Dunkelheitsheiler. Ach, das ist nur eine passive. Aber da kann ich ihr doch... Na, mal gucken, was ich ihr da gebe. Aber ich überlege ihr ja irgendwie auch Wind zu geben. Weil Wind ist, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. Mal so richtig scheppernde Angriffe. Ja, ich möchte gern bleiben. Ich muss mich ein bisschen ausruhen. So, Freunde. Ich muss mal ein bisschen Licht hier anmachen, weil es ist dunkel. Im Dunkeln ist ja gut munkeln, wissen wir alle, aber... Ich habe Angst im Dunkeln. Das ist halt immer das große Problem. Ich habe Angst im Dunkeln. So, hier kann ich ausrüsten. Da ist Momo. Ich habe nichts, was ich ausrüsten kann. Das ist ja... Rune der hohen Magie, ja. Verteidigung, Fähigkeit. Ach so, die SP-Umwandlung habe ich eher gegeben, ja. Dann kann sie hier eine Dreier. Gewitterfront. Schade, dass ich hier nichts habe. Aber hier könnte sie auch... Sturmwind, was haben wir da? Blitzwelle, Gewitterfront, Thors Hammer. Oh,
Aber ist eigentlich gar nicht so geil. Na, lass ich einfach mal alles so. Heilkraut sieht gut aus und wieder rein. Ist halt schön, dass man draußen sich immer ausruhen kann. Linse einsetzen und mal gucken, was passiert. Wenn jetzt die ganzen blauen Türen aufgehen. Noah, we won't be able to open this unless we find... Ah, ich muss beide finden. Dann hätte ich doch da hinten die blaue Tür aufmachen können, oder? Ich dachte, ich muss die einsetzen und die anderen Türen gehen auf. Keine Ahnung. Es ist Freitag, hab Nachsicht. Da funktioniert der Kopf öfters mal nicht so, wie er soll. Tut mir doch auch leid. Let's do this. Ne, warte mal. Der macht normalen Angriff. Normaler Angriff. Sie macht einen normalen Angriff. Sie kann von mir aus die Hupunova rausballern. Ich will sehen. Die Dreierhelden-Kombo. Die ich noch nie abgefeuert habe. No. Okay, die werde ich wahrscheinlich auch nicht sehen. Einfach zu stark? Einfach zu stark, es tut mir doch leid. Ach so, kann ich immer nur eine verwenden? Habe ich die dauerhaft, die Linse? Muss ich ja, wenn ich jetzt... Heiliges Diadem. Heiliges... Das kriegt Francesca. Meine heilige Francesca kriegt das. Ich hätte sie mal ein bisschen ausrüsten sollen noch. Ups. Ah, dann hätte ich die blaue Linse doch schon da hinten verwenden können. Das ist doch Schmarren, was ich gemacht habe. Schmarren. Zum Glück haben wir ein bisschen Zeit. Da hinten war auch eine blaue Linse, ne? Und bei der anderen Tür hast du nichts gesagt, oder? So, jetzt sind wir hier. Da wetten, da ist auch rot dabei. Aber das kann man ja dann auf den Rückweg machen, dann geht's ja. So, so, so. Der hat sich aber ein ganz schönes, prunkvolles Schloss hier hingesetzt, der Kerl. Meine Fresse. Was haben wir hier? Eine normale Tür. Hm. Stilvoll eingerichtet, würde ich mal sagen. Ach, da ist eine Kiste. Osichi-Rezept. Keine Ahnung, was das ist. Osichi-Rezept. So, was haben wir hier? Also prunkvoll, mein Stil ist es nicht. Würde mir hier nicht so große Ritter hinstellen. Haben wir hier irgendwas? Greifen, der steht scheinbar auf Greifen oder so, ne? Ja. So, die Tasche ist voll. Nicht verarschen.
erhöht Konterrate enorm. Ich habe doch draußen, könnte ich doch... Aufstiegsmarke ist bestimmt für doppelte XP. Ich könnte doch draußen Sachen einlagern. Warum mache ich denn das nicht? Richtig. Weil ich manchmal dumm bin. Ist das lustig heute wieder? Kann ich wegwerfen. Rune SP Plus, cool. Hier hinten die kleine Ecke. Das sieht so aus, als wenn da noch was ist. Skandalös, skandalös. Nee, das will ich nicht. Weg. Das will ich. Wahrscheinlich wird da ganz am Ende die rote Rune sein. Vermute ich. Ich könnte mich aber auch eigentlich rausteleportieren, ne? Ich habe ja so ein Steinchen. So ein Splitter. Aber dann verpasse ich auch wieder ein bisschen was. Es geht noch weiter hoch. Ja, klar. Schon ein paar modifizierte Exemplare sind auch mit von der Partie. So, Kampf. Heldenkombo. Die Dreierkombo. Ach, die geht bloß auf einen Gegner. Schmutz. Gefällt mir gar nicht. So, jetzt Heldenkombo. Bisschen unspektakulär. Aber mit dem Crit. Hat's ordentlich reingehauen. Hier ist doch wieder eine Kiste, oder? So, was schmeiße ich jetzt weg? Ich benutze magische Tropfen, kann ich auch. So. Rune der enormen Kraft. Es geht noch eine Etage hoch. Wo bin ich hier gelandet? This must be Eldric's library. Look at the size of it. It puts some imperial universities to shame. Yeah, it's overwhelming. It's an eyesore is what it is. Who be? Das ist eine Reichsbibliothek hier. It looks like there's a book-shaped indentation. It looks like... Muss ich jetzt Bücher sammeln? Oh, natürlich mit Kämpfen. Behold the true face of power.
Wäre ja auch zu einfach, wenn mal keine Kämpfe wären. Haut einen raus, Leute, Alter. Die 146, das knallt aber ordentlich rein, muss ich ehrlich sagen. Genau wie der reinknallt. Wunderbar. Muss ich jetzt Bücher finden? Vermutlich, oder? Alter. Was ist denn hier los? Buch des Wissens. Alles klar, so läuft das Spielchen hier. I have no love for fighting. Mit Erzdämonen muss ich mich rumschlagen. Tja, der haut das Ding wieder raus. You're freaking dead! That's what you get. Naja, ich habe ja heute genug Zeit, das hier alles zu schaffen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Der Weg ist versperrt, er wird dann aufgemacht. Hm. Och, was ist das denn? Machen wir einfach mal den. So, dann kann ich mal ein bisschen... mal ein paar von dem benutzen. Ja, kann ich mich ja dumm und dämlich suchen. Hier oben geht's auch noch weiter. Tja, Der hat ganz schön viele Soldaten in seiner Burg stationiert. Und Monster. Weiß ich nicht, ob das so ein cooles Lebensumfeld ist. Das Spaß macht, so zu leben.
bin jetzt hier nicht für so ein scheiß ausgeblichenes Buch so weit gelaufen. Es geht ja noch höher. Aber hier war erstmal nichts, so wie ich das sehe. Behold the true face of power. Let's try this. Ich glaube, das wird noch ein harter Abend. Das wird ein harter Abend. Okay. I walked all over them. Wunderbar. So, hier war nichts. Ich glaube, ich muss... Ach, hier hinter der Treppe, tatsächlich. Wo ich nicht gucken wollte. Rune der schnellen Bewegung. So, so. Wo ist denn noch so ein Raum? Der ist da oben. Müsste ich halt nur gucken, wie ich da hochkomme. Müsste ja eigentlich doch mal die andere Seite, glaube ich, sein. I have no love for fighting. 323 normaler Angriff. Das musst du dir mal vorstellen. Was die raushaut. Schöner Schutz. Der Bruder nimmt eine Kugelfliege. Wieder das Gute weggeheilt. Ja, so, kann ich mal die Schokolade aufmachen. Schokolade ist natürlich auch wieder am Start heute, wie immer. Wie jeden Freitag. Lecker Schmecker. Ging's hier hoch? Nee, ne? Hm. Two arms. Macht mir ein bisschen sauer. War nur ein ganz bisschen. Gerade ganz bisschen sauer, diese Zugfallskämpfe, aber nur ein ganz bisschen. Let's try this. Ha, daneben. And a cute little demise for you. I had way too much fun with that. I feel stronger. So. Niemand muss geheilt werden. Wie komme ich da hoch? Wrong book. Falsches Buch. Wrong book. I think this book will fit. Ah. Wrong book. Ey, was, 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 was,
Wie viele Rätsel muss ich denn hier lösen? Ich habe doch zwei Bücher aufgenommen. Wahrscheinlich brauche ich dann das Buch noch für irgendwas anderes. Ich sag ja, es kann sich nur um Stunden handeln. Sword. Francesca, hau doch nicht daneben. Ja. You never stood a chance against this training. I walked all over them. Der letzte Dungeon muss es natürlich in sich haben. Ansonsten wäre es ja langweilig. Da ging das auf. Und dann komme ich eine Ebene höher. Cool. Na, sehr schön. So, was haben wir hier? Let's do this. So, einfach Angriff. Abfahrt. Schade, dass die Puponova kein Instant-Kill ist. Das ist echt schade. Hallo? Wer baut sich denn so eine Kranzbibliothek rein? Wo mich alle 5 Meter irgendein scheiß Monster angreift. Macht mich das wütend heute schon wieder alles. Das macht mich echt wütend. Bin ich ganz ehrlich. Vielleicht muss ich irgendwas mitnehmen, das oder anlegen, dass weniger Gegner auftauchen. Weil das ist ja schon hart nervig ein bisschen. So, ich habe nicht mehr so viele magische Tropfen. Schade. Da ist eine Kiste. Oh, welche Wunder. Es ist das Buch der Macht. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich auch falsche Bücher finden kann. Damage. Take this! Sword!
Ja. Macht mal ein bisschen schneller, Leute. Ich habe nie so viel Zeit. Gut, haben wir's. Oh, ich kann ein bisschen Heilzeug verballern. Das ist auch schön. So, jetzt muss ich wieder hochlaufen, ne? Ja. Aber hier ist Sackgasse. Wahrscheinlich öffnet sich da oben gleich die nächste Tür und ich muss wieder alles hinlaufen. Das traue ich denen noch zu. Das traue ich diesen... Ich sag's nicht. Den traue ich das zu. Also wird er schon seinen Grund haben. Wenn dem wirklich so ist. Dann kannst du noch nicht mal fliehen, das ist doch... Warum gehen die alle auf ihn? Kann mir mal jemand erklären? Was soll man dazu sagen? Ach, Mensch. Das, macht gerade keinen Spaß. Bin ich ganz ehrlich. So. Ich hoffe, das Buch passt auch irgendwo rein. Wrong book. I think this book will fit. Wo ist das jetzt aufgegangen? Der rechten Seite? Was ist da oben? Also es ist hier aufgegangen oder hier irgendwo? Alter, ich weiß es doch nicht. Das ist halt echt ein bisschen schade, dass ich das... Ach, Mann, ey.
ärgerlich. So, achso, ich muss ja hier rein. So, na dann gucke ich erstmal rechts. Vielleicht trollt das Spiel mich ja komplett. So, auf geht's. Die Richtung muss ich. Das ist manchmal so, komme ich aus den Zufallskämpfen raus und weiß nicht, wo ich hin muss. Ja, es ist tatsächlich hier rechts gewesen. Und jetzt? Ach, das war jetzt eine Abkürzung hier hoch. Oder kam die Treppe kam doch mit runter. Die war vorher nicht da, glaube ich. Ich bin maximal verwirrt. Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß, dass die mir richtig auf den Hits alle gehen. Ne, die kriegen sogar einfach volle Dröhnung. Lass mich bitte den letzten Dingsbums finden. Die letzte Linse. Habt Erbarmen mit mir, ich kann nicht mehr. Bums. Aua. Aua, das tat weh. Hat mir das jetzt was gebracht? Ich bin oben jetzt einmal lang gegangen, ja cool. Also jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier stundenlang suchen muss, dann ist aber Schicht im Schacht.
Ich bin jetzt einmal oben rumgelaufen. Aber ich habe doch drei Bücher gesammelt. Wofür ist denn dann das dritte Buch? Oder? Ich raff es nicht. Ich hab ein... Okay, ich habe Buch des Wissens und Buch der Macht. Alles klar, ich habe nur zwei. Mich macht das wahnsinnig. Wo soll ich denn jetzt noch gucken? Ich habe die jetzt verbunden, da die zwei Gänge. Ja klar, aber... Ach Mann, Alter, wenn die Kämpfe nicht wären... Glücksbringer gegen unnötige Monster treffen. Aha. Keine Ahnung. Ich bin ratlos. Ich bin richtig ratlos. I just hate resorting to violence. Bin heute wieder sehr wehleidig, aber ich will doch einfach nur dieses Spiel fertig machen. Warum wirft es mir so viele Steine in den Weg? So, hier ging die Tür auf. Ich gehe hier hoch. Ich bin jetzt auf dieser Ebene. Ich kann hier hochgehen. Jetzt bin ich auf der Ebene. Aber auch die Treppe hochgehen. Aber ich glaube, ich muss links lang, oder? Würde ich jetzt mal schätzen. Hier, diesen Strudel da hoch. Und dann geht's hier nochmal hoch. Ja, hier geht's runter. Ich glaube, jetzt bin ich richtig, dass ich da hinten zu dem Raum komme. Ich bin einfach nur falsch gegangen. Let's do this. Ach, geht doch, ey. Darauf ein Stück Schokolade. Anstrengend.
take this! Nice! Four! Nice! You go! Nice try! Dear! Four! Go! That's dear. What you get! Das tut gut. Jetzt aber schnell runter irgendwie. Habe ich nicht gesehen, da bin ich instinktiv einfach den falschen Weg gerannt. Wenn jetzt irgendwo hier noch Gegenstände liegen, ist mir das so egal. Dann ist mir das so egal. Ich will einfach nur raus. Das ist ja einfach nur grauenhaft hier heute. Aber mich wundert, dass hier noch so keine Zwischenboss-Fights oder so sind. Das wundert mich. So, rein damit. This is the last one. Over there, in the back. That's our way forward. Oh, ein Stein. Du alter kleiner Blitzmerker. Auf geht's, weiter. Immer weiter. Ja, einmal durch die Bibliothek durch, jetzt sind wir wieder hier in den großen Hallen. Ins Gelände komme ich noch raus. Wo ist denn diese rote Rune versteckt? Das nimmt ja gar kein Ende. Also ich bitte euch, schön, ich kann hier speichern, aber... Es bringt mir halt gar nichts. Es bringt mir halt gar nichts, hier zu speichern. Uiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.